Wir haben hier ein 51er Chevy Coupé, Zweitürer, Stoßstange kommt gerade, ein Sechszylinder, Motor läuft richtig gut. Später seht ihr noch, wie damit rumgefahren wird, mit Aluminiumkühler, also technisch wirklich fahrbereit von außen. Er hat hier und da ein bisschen gelitten. Man sieht, da muss ein bisschen geschweißt werden, da muss ein bisschen geschweißt werden. Aber ansonsten hinten noch ein bisschen hier. Aber man muss überlegen, das Ding ist Baujahr 51. Ne? Dementsprechend hat er natürlich hier und da ein bisschen was. Aber dennoch, wenn wir jetzt drunter schauen, der Rahmen ist richtig gut. Und auch hier der Boden. Also das ist ja das Wichtige, dass die Böden richtig gut sind. Sitzbänke sind noch komplett da. Die müssen halt neu gepolstert werden, vorne wie hinten. Scheiben vorne sind ohne Sprünge, weil die sind die gebogene. Die an der Seite sind gerade Scheiben, die kann man neu machen. Aber ansonsten das Armaturen, das Dash ist auch noch komplett da, komplett vorhanden. Das Dach hat auch keine Rostlöcher und auch keine große Beulen und Macken. Wenn ihr da Bock drauf habt, das Fahrzeug inklusive Transportzollen, alles bis zu eurer Haustür zu dem. Hier haben wir ein 51er Coupé. Fahrbereit. Glasspacks. Mit nice Sound. Zweitürer Coupé sieht mega geil aus. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Kiste ist fahrbereit. Hat natürlich hier und da ein bisschen was, aber wirklich der Rahmen ist in Ordnung. Unten ein bisschen Rost, aber nichts Schlimmes, alles was man gut schweißen kann. Fährt sich richtig geil. Der wollte, dass ich damit fahre, aber ich habe gesagt, bitte fahr du erstmal, dann kann ich ein geiles Video davon machen. Und dementsprechend seht ihr das auch besser. Und da kommt er wieder.